Hallo und herzlich willkommen zurück zu Markus Villa und mir. Eigentlich ging es nicht um Markus Villa, aber er labert schon wieder. Beim letzten Mal haben wir ihn vor diesen ganzen Zombies gerettet und mein Gott, es ruckelt immer noch. Ich habe das Gefühl, dass wir hier nicht auf der besten Engine spielen, aber naja. Auf jeden Fall werden wir in dieser Mission Nahrungsmittelkonserven wegbringen. Nee, Moment, das war nicht das, was wir machen wollten. Wo haben wir denn unseren kleinen Questlog? Oder eher unseren großen, so viel wie wir dabei haben. Wir müssen mit Markus Villa sprechen? Nee, das ist schon abgestorben. Moment. Was? Muss ich jetzt nochmal mit dir reden? Moment. Verstehe ich jetzt hier gerade irgendwas falsch? So, bitte, danke. Hauptquest. Da, wie kriegen wir eine Schaufel? Das ist ja super. Achso, gehe zur Dead Zone. Okay. Dann gehen wir doch mal zur Dead Zone. Heißt, wenn mein Englisch gut genug ist, ganz bestimmt etwas total Sicheres. Zum Beispiel Safe Zone. Ach nee, Moment, das ist ja was anderes. Ja, ich laber hier wieder Müll, aber trotzdem, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Dead Zone. Wir lieben sie. Wir waren schon 1000 Mal drin und sind auch schon ein paar Mal gestorben. Das wird sich nicht ganz lohnen. Und ehrlich gesagt habe ich keine Lust, dort wieder reinzugehen. Aber warum nicht, oder? Warum nicht? Wir rennen einfach wieder durch und werden uns wahrscheinlich umbringen lassen. Was wir einfach mal nicht hoffen wollen. Aber naja. Wir werden das schon alles irgendwie auf die Eier kriegen. Und nicht auf die Reihe, sondern auf die Eier. Los! Irgendeiner von euch Pennern wach? Ja, du. Denn du frisst hier gerade eine Leiche. Aber du bist doch bestimmt auch noch wach, oder? Oh nein, du bist nicht wach. Kuckuck, dann bist du jetzt eben wach. Ist da noch einer? Ich habe da noch jemanden gehört. Hey, noch mehr Nahrungsmittelkonserven. Das ist mal sehr gut. Denn wir haben ja eine etwas futtergierige Gehilfin in unserem Lager. Bäm! Weggetreten! Weggetreten! Voll ins Wasser! Oh, und du hast den schlechtesten Tritt von allen kassiert und du stirbst. Du enttäuscht mich. Du enttäuscht mich. Genauso wie dein Kopf. Hey, du willst wieder Spaß haben? Oh. Oh, du willst auch Spaß haben? Ja, dann komm her, meine Süße. Du siehst heute richtig gut aus. Deswegen. Oh, sie ertrinkt. Oh Gott, apropos ertrinken. Scheiße, das können wir ja auch sehr gut. Ich glaube, ich warte hier nochmal. Komm, Schätzchen, komm. Wollen wir heute Abend ausgehen? Wollen wir heute Abend ausgehen? Dann komm her. Ja, komm. Ich weiß, dass du es willst. Oh. Und das Einzige, was sie wollte, war ausgehen. Mit mir ausgehen. Mit uns ausgehen. Warum? Was wollt ihr alle hier von mir was abhaben? Das gibt's doch gar nicht. Ich renne jetzt zur Dead Zone, denn ich will mich killen lassen. Keinen anderen Grund hat es. Was wollt ihr eigentlich alle? Gegen meinen Big Boot habt ihr absolut keine Chance. Da brauchen wir auch keine 2 Spieler, keine 3 Spieler, keine 4 Spieler. Der Big Boot übertrumpft einfach alles. Übrigens schicke Bongo-Musik im Hintergrund. Und ich denke die ganze Zeit, dass irgendeine Zielmarkierung auf der rechten Seite ist. Aber das liegt nur daran, dass das jetzt andauernd verwechselt, weil jetzt meine Frame-Anzahl auf der rechten Seite steht. Hey, Algen. Oh, toll. Nach euch habe ich so lange gesucht. Algen. Das ist ja wunderbar. Hi. Ja, immer gern. Du hast eine Pistole. Danke für die strafenden Klauen. Dürfte ich auch deine strafende Pistole haben? Das wäre nämlich richtig genial. Da steh du hier einfach mal und guck blöd auf den Eingang. Ich guck mal, ob ich Ammoniak finde. Ja, genau das, was ich finden wollte. Habt ihr hier irgendwo ein geheimes Waffenlager, bei dem ich mich eventuell bedienen dürfte? Denn das wäre so ziemlich unsere erste Waffe, die keine Nägel schießt. Haben wir hier? Nee, hier scheinen wir nichts zu haben. Eventuell hier? Nö, auch nicht. Hast du irgendeine Knarre? Nein. Aber du hast wieder angeklebte Bartzettelchen. Genauso wie du. Wer sich jetzt fragt, was Bartzettelchen ist, die Bärte in diesem Spiel sehen alle so aus, als hätten die kleine Klebestreifen, aber wirklich richtig kleine, und hätten sich die als Bart angeschmiert. Das hat natürlich sehr viel Sinn. Eigentlich nicht wirklich. Eigentlich überhaupt nicht. Nicht nur nicht wirklich. Und ich wäre jetzt sehr dankbar, wenn ich hier eine Waffe finden würde. Das sah aus wie eine Winchester, war aber nur ein durchgeknickter Stock. Und eine Winchester gibt es hier, soweit ich das weiß, gar nicht. Wow, eine Blume. Und Früchte. Und ich höre Schritte. Oder das ist einfach nur die Musik, die sie anhört wie ein Tapsen. Was haben wir denn da drunter? Geheimakten. Oh Gott, jetzt sind sie nicht mehr geheim. Oh Gott, Energy Drinks. Die machen mich immer bescheuert. Ihr müsst doch hier irgendwo Waffen haben. Das gibt's doch nicht. Können wir doch nicht erzählen, dass das jetzt schon wieder alles war. Ja, wir haben hier so einen Gaskanister. Oh, was ist denn hier drin? Come on, Daddy needs some new shit. Ein Fleischermesser. Alter.
Eins muss man ja sagen, das Ding hat ordentlich Power. Das ist auch ein orangener Gegenstand, was in RPGs meistens immer ein, ich glaube, die besten Gegenstände darstellt, oder? War lila, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich habe Ewigkeiten kein WoW oder sonst was mehr gezockt. WoW ist sowieso ein paar Jahrtausende her. Was liegt denn da auf dem Schrank, was ich übersehen habe? Oh, eine gigantische Frucht. Die, ah ne, das, okay, die Frucht dürfen wir nicht nehmen. Gerade die, für die ich mich interessiert habe. Ich glaube, orangene Sachen waren die besten. Ich weiß es nicht mehr. Das ist wirklich schon mehrere tausend Jahre her, aber... Oh nein. Oh, wie romantisch. Diese Musik. Und dein angeklebter Afro. Oh, da kann man dir doch gleich durch die Haare wuscheln. Durch die Haare wuscheln. Nein, diesmal nicht woanders. Hier reichen mir die Haare, denn... Du guckst ein wenig verpeilt. Hilf Maggie und ihren Freunden. Bitte schön, Maggie. Hab, das wusste ich. Oh. Echt? Und haben sie es geschafft? Mein Gott. Was ist mit der Musik los? Natürlich kann ich nach ihnen suchen. Dafür gibst du mir ein Tanto. Ich weiß nicht, was ein Tanto ist, aber warum nicht? Ich weiß, danke schön. Du bist auch... Ja, ja, das hatten wir schon besprochen. Alles in Ordnung. Alles cool. Okay? Wir sehen uns später. Ja? Wenn ich mit deinen Freunden wieder hier bin. Natürlich. Mein Gott. Und als... Oh, schade, jetzt hat die Musik geendet. Ah. Und als ich hier das ins Gesicht sagte, bemerkte ich, dass ich eigentlich das Dingens hier anklicken wollte. Nein, das... Betäubungsschlag. Yeah. Wo können wir das denn drauf machen? Bemerkte ich, dass ich eigentlich absolut keine Lust hatte, diese Scheiße jetzt zu erzählen. Was ist denn Betäubungsschlag? Geht auf das Hackmesser. Nee, ich verzichte dann, glaube ich. Diese Musik ist leider zu schnell, um eine depressive Geschichte zu erzählen, die absolut nicht depressiv ist, sondern einfach nur komplett dämlich. Ich weiß, wie es ist. Meine liebe Freundin, ich weiß, wie es ist, wenn man seine Freunde verliert, die alle nur Arschlöcher sind. So wie deine kleinen Klebezettelchen, die du... Ohne Scheiß jetzt, was haben die für eine... Was haben die sich bei den Haartexturen gedacht und bei den Barttexturen? Was ist denn das? Das ist kein... Ja, das ist kein Busch in Minecraft, wo du durchgucken kannst, wenn du die Büsche auf Fancy stellst. Das ist... Das soll ein Afro sein. Ich kann da durchgucken. Nein, ich sag dazu jetzt gar nichts. Und ich habe diesen bedrückenden Moment, der durch meine Dämlichkeit absolut nicht bedrückend war, völlig ruiniert, obwohl es sie zu ruinieren gab. Und als ich mich umdrehte, bemerkte ich, dass die Musik einfach rausging. Geht die wieder an, wenn ich reingehe? Mein Gott, du hast hier drinnen wirklich wundervolle Musik. Ja, ich helfe dir. Was ist eigentlich so besonders an dir und deinen Klebezettelhahn? Ich weiß es nicht. Will mir diese Musik irgendetwas sagen? Ich weiß es auch nicht. Und es eröffnen sich noch mehr Fragen. Warum ist diese Hose so klein? So verflucht klein. Obwohl, und warum ist sie nur von einer Seite da? Wer würde denn seine Hose aufschneiden, damit man nur eine Seite hat? Klebt sie sich hier an? Wenn ich mir sie so ansehe, dann glaube ich das leider nicht. Genauso wie die Felsen in der Brandung. Die 2D-Unterhose. Auch wenn es eher eine Strumpfhose ist oder ein Schlafanzug, weiß ich ganz genau, dass dort einer steht. Und wir hier perfekt mit einem Boot einfach flüchten könnten. Aber stattdessen bleiben wir auf dieser dämlichen Insel und unterhalten uns über dämliche Scheiße und über Schmerztabletten. Oh. Wie wär's? Ja, habe ich eventuell sogar dabei. Was kriege ich denn dafür? Bares. Agreed. Na klar. Mein Freund, ich glaube, ich habe Schmerztabletten. Moment, können wir die Schmerztabletten auch selber verwenden? Verschiedenes. Schmerztabletten, nö. Aber ich weiß, dass wir verwenden können. Oh, ich bin wieder alkoholisiert. Oh Gott. Okay, und jetzt gucke ich nochmal mit der dramatischen Musik. Sie ist so dramatisch. Wollen wir Schmerzmittel? Wahrscheinlich unter S. Aber auch nur eventuell. Okay, das ist gar nicht geordnet. Also, 7. Oh. Bitteschön. Bitteschön. Und als ich ihm mit seinen Klebezettelchen in den... In... Was wollte ich sagen? In den Visage? Ich taumel. Ja, okay. Als ich ihm ins Gesicht gucke,
und wartete, dass die Musik wieder anging, was sie tat, und ich von links nach rechts taumelte, ohne irgendeinen Grund, außer dass ich gerade eine ganze Whiskyflasche gekillt hatte, bemerkte ich, dass ein Button aus Klebezetteln bestand und ich immer noch durchgucken konnte. Was wir allerdings alle schon vorher wussten. Und er labert. Und er hörte nicht mehr auf. Also gab ich ihm eine Schmerztablette. In der Hoffnung, dass er sein Bart verlieren würde oder sein Bart zu der Normalität zurückkehren würde. Er tat es nicht. Also gab ich ihm noch eine Schmerztablette. Er sagte, er braucht noch mehr. So langsam fragte ich mich, ist dieses Leben überhaupt noch lebenswert? Mit Freunden an meiner Seite, die mich absolut nicht kennen und nicht meine Freunde sind und nur Schmerztabletten von mir haben wollen. Und die ganze Zeit sagen, ich soll ihnen noch mehr bringen. Und mein Gott, ich gebe ihm jetzt alle Schmerztabletten und höre auf mit der Scheiße. Alter, wir haben jetzt ein... Ich danke dir, mein Freund. Houston, ich danke dir. Huste doch mal, dann fliegen... Houston, huste mal, dann fliegen deine ganzen Klebezettel von deinem Gesicht weg. Bring me more. Bring me more. I need more. I need more of that stuff. Ich weiß nicht mehr, was... Ich... Da fängt schon wieder an. Ich weiß nicht mehr, was... Alter, das war die behinderte Stimme, die ich je gehört habe. Und sie kam von mir. Toll. Zum Affen machen. Check. Was haben wir denn hier noch? Weniger für Springen. Brauchen wir nicht. Chance auf Gesundheitsregeneration. Was? Du hältst... Erhältst die Chance, ein wenig Gesundheit regenerieren, anstatt zu sterben? Ja, ich weiß absolut nicht, wie ich das verstehen soll. Wenn ich sterben sollte, kriege ich Leben dazu. Ja, super, dann lassen wir uns doch mal töten. Da haben wir eine 60%ige Chance, Leben dazu zu kriegen. Ist doch toll, oder? Genau das werde ich jetzt tun. Nein. Genau das werde ich jetzt tun. Außer wir haben hier etwas Besseres. Ausweichen. Nein, danke. Ich weiß immer noch nicht, was der Aufwärtshaken gebracht hat. Der hier allerdings hat das so ziemlich gebracht. Und zwar wirklich extrem. Schalte Johns mächtigen Aufwärtshaken frei. Wollen wir das machen? Achso, der war nur mit Clown alles mögliche. Ich hole mir jetzt einfach das. Wenn ich sterbe, gibt es eine Chance, dass ich anstatt zu sterben Leben dazu kriege. Das ist doch absolut super. Und hat unsere süße kleine Lady hier... Nein, hat sie nicht. Okay. Mein Gott, und diese Musik lief immer noch. Ich musste flüchten. Ansonsten würde ich wieder anfangen, dämliche, dumme Scheiße zu labern. Und ich checkte noch das Dach. Um zu bemerken, dass die Musik auf... Oh mein Gott. Die Musik startete wieder. Ich fand ein Tagebuch. Und ich höre Leute, die schreien. Und ich... Ja, natürlich. Ich brauch was. Moment. Achso, ja, schön, dass das jetzt alles unterbunden ist, dass man hier weiter hört, was abgeht. Oh, bei dir kann man Alkohol kaufen. Das ist super. Moment, was können wir denn noch kaufen? Harpunenmunition. Nein, danke. Wir haben leider nichts, was wir ansonsten gebrauchen könnten. Doch, ein Lappen. Moment, irgendeiner brauchte doch Lappen. War das nicht so? Irgendeiner brauchte Lappen? Moment, ich gucke mal gerade. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade unterbreche. Was war das? Was war das mit der Quest? Achso, wir können ja hier bestimmt in den Questlog gucken. Leim, Propanschneider-Dingens, Feuerzeuge, Klammern, Stahlruten. Brauchte nicht irgendeiner hier? Wie war das? Irgendeiner brauchte doch Lappen. Braucht nicht irgendeiner Lappen? Hattest du Klammern? Oh, Entschuldigung, ich habe dich getreten. Klammern haben wir auch nicht. Okay. Oh, sie werden aggressiv. Das habe ich doch nicht bemerkt. Hi! Wer von euch beiden, bei wem soll ich jetzt das machen? Achso, mit dem anderen. Ich hätte da jetzt eine Knarre gesehen. Hi. Geht ihr? Achso. Okay. Mit wem soll ich hier reden? Kann man das nicht irgendwie überspringen? Weil ich glaube, das irritiert mich ein wenig. Aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Ah, wie lang ist dieser Log? Oh, ich glaube, du kriegst Gesellschaft, Kollege. Oh. Also da ging ordentlich die Panik ab. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass ich Dingens dabei habe. Moment, wie heißt es? Dass ich Waffen dabei hatte. Das heißt, ich habe Waffentraining gehabt. Das heißt, ich bin der Boss. Tod von Gedingse. Sprich mit Markus Villa. Ah, nee, gehe zu Dead Zone. Oh, die Dead Zone ist hier gar nicht. Okay. Ich weiß absolut nicht, was das jetzt hier gebracht hat, dann hier hinzugehen. Keiner von euch hat Waffen oder sonst irgendwas.
Das finde ich absolut toll. Dann verpisst euch doch und macht diese Tür da wieder zu. Denn da hinten steht ein explosiver Zombie. Ich habe mir selber die Tür in die Fresse geschlagen. Obwohl, ich würde sagen, wir nutzen diese Zeit. Alter, sei mal nicht so zimperlich. I think you'd have not enough muscles. And what? Was zur Hölle? Alter, ich kann überall durch dich durchgucken. Tja, da fehlt ein wenig die Liebe. Und der hat Haare, das sieht aus, als ob der sich Schlamm in die Fresse geschmiert hätte. Also nicht in die Fresse, sondern eher an den Kopfbereich. Und ich werde mich jetzt auf mein kleines Boot verziehen. Apropos, was ist eigentlich auf dem Boot drauf? Da will ich jetzt mal nachgucken. Yeah! Sogar noch angefangen. Abgefangen. Hey, ist das eine Axt? Das ist geil. Aber ich kann sie noch nicht mitnehmen. Dann schmeiße ich doch mal irgendwas weg, was ich im Inventar habe und was scheiße ist. Zum Beispiel dieses Wurfmesser fallen lassen. Und dann nehmen wir es doch mal. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, gehen wir an den Ort, an dem wir diese bedrückende Musik gehört haben. Gehen nicht in ihre Nähe, denn ansonsten sagt sie wieder, please find my friends. Was wir noch tun werden. Und nein. Nein, ich brauche nichts. Ich setze mich hier einfach nur ganz in Ruhe hin. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Quetschtitten-Episode. Ja, Quetschtitte. Ist ja in Ordnung. Oh Gott, ich habe meinen Schuh umgeworfen. Nein. Ich habe den Schuh sogar in den Boden buggen lassen. Alter, ich bin ja immer mehr begeistert von diesem Spiel. Das ist ja. Ja, ich weiß. So viel Geld habe ich nicht. Kannst mir ja Rabatt geben. Okay, dann setze ich mich eben nicht auf diesen Stuhl. Ist auch egal. Dann setze ich mich hier auf diesen Kartonhaufen. So, ist auch gleich viel schöner. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Dead Island. Wir sehen uns. Haut rein.